Now is the month of May, when marionettes are playing. Fa-la-la-la-la-la-la. Now is the month of May, when marionettes are playing. Fa-la-la-la-la-la. Fa-la-la-la-la-la. Multitasking-fähige Profisänger in Action. Das bekannte Vokalensemble Amarcord schwingt die Pinsel für den guten Zweck. Gleich zwei Bilder malen sie gemeinschaftlich für die Malele-Aktion der LVZ mit sichtbarem Spaß an der Sache. Wir malen tatsächlich gern und wir machen auch gerne Dinge gemeinsam. Und nicht zuletzt lieben wir alle Leipzig und alles, was der Stadt hilft, unterstützen wir liebend gern. Ein Mann, ein Wort. Da wird mit vollem Körpereinsatz geschmiert, geschabt, gerissen und geklebt. Und weil die Kreativität ungebremst fließt, kommen auch ungewöhnliche Techniken zum Einsatz. Zuerst muss der Kaffeesatz herhalten, der liefert schließlich so ein apartes Braun. Und dann unschuldige Apfelstücke werden bepinselt und als Stempel zweckentfremdet. Der Apfeldruck feiert ein Revival. Ob hier möglicherweise eine ganz neue Kunstrichtung entsteht? Es ist schwierig, noch einen Stil festzulegen, aber ich würde sagen, künstlerisch wertvoll. Die Vielfarbigkeit deutet eigentlich auf das auch hin, was wir tun oder wofür wir stehen. Die ganze Welt der Musik, und speziell die Vokalmusik, ja, wie farbig, wie ausdrucksstark sie sein kann, das soll jetzt schon hier mit angedeutet werden. Was natürlich nicht heißt, dass man ein toller Maler ist dann, ja, darum geht es ja nicht. Bescheidenheit ist eben eine Zier, dabei kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen. Die Amarcord-Kunstwerke wandern nun zu vielen anderen in die Malele-Galerie und warten dort auf ihren zukünftigen Besitzer. Oh, das sieht man wirklich kaum.